waren ja heute hier zur zweiten Verhandlung für die Tarifrunde der Eisen- und Stahlindustrie, hatten die gewohnte Auseinandersetzung am Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern und sind wie zu erwarten eigentlich schon bei der zweiten Runde nicht mehr großartig weitergekommen, weil unsere Arbeitgeber eben so sind, wie sie sind. Sie lassen sich nicht durch gute Argumente überzeugen, sondern da braucht es halt ein bisschen länger bei denen. Wir haben heute versucht, an den Themen Altersteilzeit, Altersvorsorge, wirksame Leistung für die Auszubildenden und bei dem Thema Tarifvertrag, Beschäftigungssicherung einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich denke, dass man sich etwas angenähert hat, aber der Arbeitgeber halt noch zeigt, an gewissen Punkten ist mit ihm im Moment noch nicht zu reden. Naja, es gibt nicht wirklich Bewegung auf Arbeitgeberseite. Gerade bei dem Thema Quote, also dass mehr Menschen in die Altersteilzeit gehen können, gibt es im Moment eine völlige Blockadehaltung auf Seite des Arbeitgebers. Und das können wir an der Stelle überhaupt nicht akzeptieren.